Hier in Palatin gibt es jetzt eine ganz tolle Erfindung. Kauen, kleben, gehen. Gumball. Sie sind der Erfinder. Stellen Sie sich mal bitte vor. Mein Name ist Klaus Götz von der Firma Schnabel. Wir sind im Januar mit der Gumball auf den Markt gegangen. Und mit richtigen Erfolg, also wir sind mittlerweile in mehrere Länder vertreten. Viele Städte in Deutschland setzen mittlerweile auf die Gumball. Da wo die Gumball hängt, werden Massen erzielt von Kaugummis, wo drauf kleben, das nicht mehr zählbar ist. Also als Beispiel, Gelsenkirchen hat in 8 Wochen Tausende von Kaugummis kleben gehabt, dass sie gesagt haben, es erspart immense Kosten, wenn man die vom Boden nicht mehr aufkratzen muss. Pro Kaugummi kostet es aus dem Boden zu entfernen 3 Euro. Und hier sind wir im Cent-Bereich. Okay. Wo kann sich der Interessent hinwenden, wenn der Interesse hat? Am besten auf die Webseite von uns, www.gum-wall.de.